Hallo, liebe Leute, frohes neues Jahr. Ganz allererste Video 2021 und FreeCAD. Ich möchte ja nicht immer nur die Leute ansprechen, die schon mit FreeCAD arbeiten, sondern vor allen Dingen die, die damit gerade mal anfangen. Und deshalb machen wir jetzt ein kleines Tutorial, wie installiere ich FreeCAD, wo besorge ich mir welches FreeCAD, und da starten wir jetzt hier nicht in FreeCAD, sondern in Google. Man gibt einfach hier ein FreeCAD und er sucht nun. Und dann haben wir hier die Webseite freecadweb.org. Das ist genau die richtige, da klickt man einmal drauf. Und dann kann man sich hier einfach auf, kann man einfach auf Download Now klicken. Das ist auch soweit erstmal richtig. Hat jemand einen Sternmotor gemacht? Okay. So, und jetzt hat man hier zur Auswahl drei Versionen: Windows, Mac und Linux. Und die wählt man nicht. Und zwar, der Grund ist folgender: Im Moment ist die Version, die hier angeboten wird, die zurzeit stabile Version 0.18.4. Und die 0.18.4 ist absolut veraltet. Es gibt im Moment die 0.19. Und diese Version ist sehr, sehr stabil und sollte eigentlich schon im letzten Jahr, also bis Ende 2020, die 0.18.4 ersetzen. Aber ich denke mal, das haben die nicht hinbekommen. Das sind halt, die verdienen da nicht ihr Geld mit. Das ist ja ein Freeware-Programm, was man so runterladen kann. Also geht man hier auf bei Development Versions auf die FreeCAD Release Page. Und das macht man nicht nur, weil die 19er Version halt die bessere ist, sondern auch, weil diese neuen Versionen diese Add-on-Bibliothek korrekt unterstützen. Und wenn man die alten Versionen lädt, dann klappt da was nicht. Also es macht absolut keinen Sinn, mit der 18er Version zu arbeiten, außer man hat Sachen, die nur auf dieser funktionieren. So, jetzt ist das hier eine Seite auf dem GitHub. Das ist nicht jedermanns Sache. Das sieht aus wie einfach eine Webseite. Wo soll ich denn da was downloaden? Okay, das Wichtige, das ist hier unten. Da schaut man nach, was will ich denn überhaupt haben? Ich habe zum Beispiel ein Linux und ich möchte das da die 19er Version installieren. Dann gibt es dort einmal die Version 19 und das ist die aktuellste, soweit ich das hier sehe. 23578, Bindestrich Linux, Bindestrich Conda und dann noch ein paar weitere Angaben. Und wichtig ist hinten immer App Image. App Images sind einfach komplette Dateien und die kann man in Linux starten, sofern man App Image installiert hat. Das gibt es für jedes Linux und dann braucht man das nicht zu installieren, sondern einfach nur das App Image starten und kann loslegen. Und diese hier muss man nicht haben, das sind noch Zusatzdateien. Dann gibt es dasselbe hier für Macintosh und da haben wir hier die Version. Das ist eine DMG-Datei. Ich habe keinen Macintosh, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich denke auch einfach runterladen und starten. Und dann geht es weiter bei Windows. Da haben wir zwei Versionen. Müssen wir gerade schauen. Das wäre dann hier die aktuellste, die würde ich auch nehmen. Das heißt auch die 23578 und das ist eine 7Z-Datei. Das heißt, da muss man ein Entpackprogramm haben. Das nennt sich 7Zip. Und das kann man installieren. Dann kann man das entpacken, installieren und dann hat man die Version unter Windows installiert. Ist nicht ganz so einfach wie das normale Download, aber wie gesagt, mit der 18.4-Version fangt ihr nichts an. So, dann ist das Programm installiert. Ich habe das hier unter Linux laufen und dann starte ich einfach das App-Image. Das heißt, im Prinzip kann ich hergehen, ich gehe in mein Download-Verzeichnis. Muss man kann. Das habe ich nämlich nicht. Frühstern natürlich. Wo habe ich das denn hingepackt?
Mache es lieber mal hier auf Downloads. So, da haben wir FreeCatch und da haben wir ein Verzeichnis App Images. Das heißt FreeCatch App Images. Dann habe ich dort immer die Versionen reingepackt, die ich gerade aktuell runtergeladen habe. Und dann in Linux geht man dann hierher, tippt ein chmod 777 und dann FreeCatch unterstrich 0.19 und dann jetzt zum Beispiel bei dieser 2.3, da bin ich, und dann macht er mir den Rest hin, immer über die Tab-Taste. Ich mache mal gerade oben nochmal die Tastenkommandos an, dass ihr seht, was ich da tippe. Also machen wir nochmal, also ich gebe hier ein FR und ein Tab, dann ein Unterstrich 0, da die 9. Und dann jetzt als Beispiel 2, 3, 4, 6, 3. Und dann wird, wenn ich jetzt Enter drücke, dann wird das Programm ausführbar gemacht. Bei mir ist das, wenn die so grün dargestellt werden, sind die ausführbar. Ich könnte jetzt genauso gut sagen hier, ich habe FreeCAD allerdings schon auf, machen wir es gerade mal zu. Punkt, Slash. FreeCatch unterstrich 019 23 und dann wird das gestartet. Dann sieht man hier, was er macht. Das dauert dann einen Moment. Kommen noch ein paar Meldungen und dann ist FreeCatch offen. Okay, mit der Version, die ich gerade gestartet habe, können wir jetzt auch weiterarbeiten. Okay, in den Einstellungen sollte man als allererstes hergehen und bei den allgemeinen Einstellungen hier festlegen, dass man den Part-Design standardmäßig starten möchte, wenn man das Programm neu startet, weil da wird man die meisten Arbeiten drin machen. So, andere Einstellungen machen am besten mit einer Datei offen, aber gehen wir kurz hier das so durch. Also Sprache Deutsch, ihr könnt das auf Englisch oder was auch immer umstellen. So, neues Dokument beim Start erzeugen mache ich normalerweise nicht. Kann man machen, dann spart man sich das Datei neu. So, die anderen Sachen hier sind eigentlich soweit alle selbsterklärend. Hier wird eingegeben, wie in einem Editor Text aussehen soll. Ich habe noch nie einen Editor benutzt. Oder selten, sagen wir es so. Ausgabefenster, Makros und hier die Einheiten, Standardeinheiten für unser Einheitensystem. Kann man halt umstellen auf US-übliche oder wie auch immer Sachen. Okay, das war das bei der Anzeige. Da ist wichtig hier bei der Navigation. Da stellt man hier ein, wie möchte man denn mit der Maus im Programm arbeiten. Ich habe das auf Blender stehen. Wenn ihr andere Programme habt, dann Open Inventor oder Maya-Gesturen oder Touchpad oder was auch immer. Ich habe die nicht ausprobiert. Ich habe viel früher mit Blender gearbeitet, deswegen nehme ich Blender. Das bedeutet, dass die mittlere Maustaste gedrückt gehalten die 3D an sich dreht. Mit der Shift-Taste wird es verschoben. Das ist das, was da hauptsächlich eine Rolle spielt. Okay, das war zum Thema Anzeige. Import-Export schauen wir uns erstmal nicht an. Das kann man, denke ich mal, sich selber anschauen, wenn man da in diese Richtung kommt. Hier beim App-Image hat er eine Möglichkeit, nach Update zu suchen. Habe ich noch nie benutzt. So, Part-Design, das ist schon nicht ganz so unwichtig. Und zwar bei der Formansicht. Hier trägt man ein, wie genau denn die Sachen auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen. Einmal 5% und einmal 5 Grad. Die kann man kleiner machen und dann dauert aber auch der Aufbau von Sachen, wenn man damit arbeitet, deutlich länger. Also mit 5% und 5 Grad fahre ich ganz gut. Will man was exportieren in STL, kann man das als Mesh exportieren und dort dann eine andere Auflösung angeben. So, bei den Skizzen
Ist auch nicht viel notwendig zu ändern. Mit den Standardeinstellungen kommt man eigentlich ganz gut klar. Gut, dann geht man her, macht ein Datei neu. Und dann hat man hier den Bildschirm, so wie ich den mir da hingelegt habe, für den Part-Design-Modus. Das heißt, man hat hier vorne solche, die sind ganz schwer zu erkennen, das sind so graue gepunktete Kästchen. Und da kann man hinfahren und dann kann man so ein Teil hier verschieben. Das zum Beispiel dahin legen und hier genauso. Und da muss man sich jetzt überlegen, was ist denn sinnvoll? Im Part-Design-Modus sind diese Sachen hier ausgesprochen wichtig. Bis hier. Dann sind die hier wichtig. Die habe ich jetzt beide hier nach vorne geschoben. Und ich kann jetzt hier sagen, okay, diesen Teil, den packe ich mir auch noch hier nach vorne. Das sind insbesondere die Boolschen Bearbeitfunktionen und Sachen, die ich auch hinzugefügt habe, hier Kopie einer Form aufarbeiten, ist eigentlich eine Funktion aus dem Part-Modus. Den habe ich mir hier hingelegt. Genauso wie hier die Untersuche Geometrie und Festkörper erzeugen. So, diese Sachen hier für das Messen, muss ich sagen, die habe ich noch nie benutzt. Das heißt, und das hier brauche ich im Part-Design-Modus eigentlich auch nicht so oft. Die schiebe ich mir einfach mal hier rüber. So, jetzt habe ich alles sichtbar und das Wichtige hier vorne zusammengefasst. In der Standard 19er Installation sieht das komplett anders aus. Ihr müsst euch das so zurecht schieben, wie es euch beim Arbeiten entgegenkommt. Okay, wir haben eine neue Datei erzeugt und ich beginne einmal kurz mit dem, dass ich eine Skizze erzeuge. Wenn ich im Part-Design-Modus eine Skizze erzeuge, wird automatisch ein Körper erzeugt. Und nun kann ich hier sagen, auf der XY-Ebene, also in der Draufsicht, okay, und da haben wir eine Zeichnung. Ich mache jetzt einfach hier etwas, sagen wir einfach mal ein Rechteck. Und ich schließe die Zeichnung und kann jetzt hier raus einen 3D-Körper machen und so sieht das Ganze aus. Okay, wir beenden das hier. Und jetzt habe ich ja hier Funktionen eingefügt, die zum Beispiel hier diese Kopie einer Form aufbearbeiten. Das ist eine Funktion, die ist im Part-Modus so eigentlich nicht im Part-Design-Modus nicht drin. Das heißt, normal müsste ich, um die aufzurufen, in den Part-Modus wechseln. Und da steht die normalerweise auch nicht. Da habe ich mir die auch hingepackt, sondern dann müsstet ihr hier gehen über Formteil. Jetzt ist das hier leider in Englisch, weil das ist, weil die 19er-Version im Moment noch in der Entwicklung ist. Das heißt, Create a Copy, da steht natürlich nochmal was anderes. Und hier steht Form aufbereiten. Da müsst ihr die aufrufen. Das ist ein Heidenaufwand. Immer in Part-Modus, Formteil. So, jetzt gehen wir wieder in den Part-Design-Modus. Und dann gibt es hier ein. Da muss ich selber ein bisschen suchen. Werkzeuge, Parameter bearbeiten. Ist es das? Ich glaube schon. Oder ist es Benutzer definiert? So, nee, Benutzer definiert ist es genau richtig. Man kann das, glaube ich, auch noch größer machen. Und dann haben wir hier die Symbolleiste. Da habe ich eine neue Symbolleiste namens Part. Generiert und die habe ich in Part Design gepackt und da rein habe ich das reingepackt, was ich da noch angezeigt haben möchte. Schauen wir uns das mal gerade an. Hat er die überhaupt alle da? Operation, Formgenerator, Geometrie. Festkörper erzeugen. Ja. Und diese Form aus Dreiecksnetz ist jetzt ausgegraut, weil die wird nur angezeigt, wenn wirklich da ein Mesh ausgewählt wird. So, das heißt, ihr macht euch hier über dieses neu hier eine neue Symbolleiste und packt da die Befehle rein. Die sucht ihr euch hier raus und dann könnt ihr mit dem Pfeil die rüberpacken. Hier kann man jetzt hergehen und kann auswählen, in welchem
Bereich soll denn diese sein? Dann sieht man hier aber in Ansicht Standard, Werkzeuge und so weiter und so weiter. Und dann muss man sich den Part raussuchen. Also bei Bearbeiten ist es nicht Ansicht, Standard, Werkzeuge, Fenster. Werkzeuge. Ich habe es jetzt so auf dem Assembly 4 String. Was soll das sein? Das ist was anderes. Die Feature Drawing, Ledges, Teile, Konstruktion. Das ist nun auch toll. Das ist Part Design, denke ich mal. Dass es mal Part und mal Teile heißt, ist schon toll. Formteil. So, Formteil, da sind wir, glaube ich, richtig. Da haben wir die Boolschen Operationen. Standardkörper, den Formgenerator, den wir dafür in die Geometrie überprüfen. Differenz. Die Vereinigung. Wo ist das Aufarbeiten? Ich glaube, das wird nicht mehr dargestellt, was ich schon da drin habe. Pass, Ship, Skizze, Makrostruktur, Link. Standardtest, ne? Ich glaube, das wird nicht mehr angezeigt, was schon drüben ist. Okay, aber wie gesagt, macht euch da auf alle Fälle Befehle aus dem Part-Modus in den Part-Design-Modus. Insbesondere die Boolschen Operationen und dieses Aufarbeiten. Ich kann mal gerade zeigen, wofür man sowas braucht. Also als Beispiel, ich hätte jetzt hier zwei Körper. Ich mache jetzt hier noch einen neuen Körper rein. Und der kriegt auch eine Zeichnung. Oh, das können wir auch über. Machen wir da einen Standardkörper zu addierende Kugel. Und die kriegt einen Radius von 50 mm. Und, mm. 15 mm. Okay, nehmen wir die. Okay, jetzt habe ich hier einen Körper, das ist der Würfel und ein Körper ist die Kugel. Und ich kann die beiden jetzt mit dieser Funktion hier vereinigen oder abziehen oder was auch immer. Dann bleiben das Körper. Manchmal klappt das aber nicht. Das heißt, dann geht man her, macht aus diesem ersten Body über dieses Aufarbeiten. Dann wird hier so eine Datei angezeigt. Und dann geht man hier hin und macht nochmal das Aufarbeiten. Die werden inaktiv geschaltet und die sind jetzt aktiv. Und dann kann ich den Würfel und die Kugel selektieren und habe hier, muss man gerade mal schauen, das ist die Boolsche Operation mit dem, lass mal überlegen, mit den Körpern. Vereinigt mehrere Formen haben wir einmal hier. Und das ist was Ähnliches. Versuchen wir das mal. Okay. Das ist eine Fusion. Die hat jetzt beide verbunden. Kann man reinklicken. Einmal STRG Z. Dann sind die wieder raus. Machen wir das Ganze nochmal. Und wählen stattdessen diese Operation hier. Und zwar, da können wir sagen, wir möchten einen Schnitt machen. Und zwar, erster Körper ist der und zweiter ist Body 02. Und anwenden. Und jetzt habe ich aus denen einen Schnitt gemacht. Das ist also die Schnittmenge aus dem Würfel und dem der Kugel. Ich kann das anwenden oder schließen, können wir es jetzt. Und hier raus kann ich jetzt wieder mit dieser Funktion hier einen einzelnen Körper machen. Und jetzt will ich auf dem hier weiter zeichnen. Dann mache ich daraus wieder einen neuen Body. Und kann jetzt hier wieder hier oben drauf eine neue Zeichnung anlegen. Und kann jetzt sagen, okay, da möchte ich reinfräsen. Auf die Art, der ist bitte waagerecht. Der Umkreis hat
einen Durchmesser von 8 mm und schließe das Ganze. Und dann gehen wir hier einmal selektieren. Dann haben wir hier die Bearbeitungsfunktion. Die gelben, die sind additiv, die blauen subtraktiv. Das heißt, der fräst da rein. Kann ich hier sagen, durch alles. Und dann habe ich ein Teil, was da ganz durchgeht. Okay, das nur kurz zum Aufbau des Menüs und was man da noch sich gegebenenfalls einrichten sollte. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder zurück. Das heißt, ich lösche den ganzen Kram, den wir hier gemacht haben. Da ist jetzt noch Müll übergeblieben, können wir auch wegmachen. Und ich erzeuge wieder einen neuen Körper, bin im Part-Design-Modus. Schauen, worauf muss man achten, worauf sollte man achten. Also wird eine neue Zeichnung erzeugt, wählt man hier aus, wo die liegen soll. Häufig hat man Folgendes, dass man vorher, bevor man die neue Zeichnung aufruft, hier unten sich einen anderen Reiter ausgewählt hat und dann ist diese Auswahl weg. Man kann zwar hier wählen, aber die werden auch nicht immer so schön dargestellt. Man sieht auch, die sind unheimlich schwierig anzuwählen. Immer dran denken, Kombo-Ansicht ist immer eigentlich die richtige. Dann habe ich nämlich hier die Möglichkeit, diese Flächen auszuwählen. Kombo-Ansicht nicht nur bei diesem Auswahl, sondern auch wenn man im Sketch ist, möchte den Sketch beenden, dann holt man sich immer das Fenster zurück, wo man dann ein OK oder Abbrechen oder was auch immer tippen kann. Ich sage hier OK und habe jetzt hier die Zeichnung. Und da legen wir los. Wie gesagt, wir haben ein 1000 mm Raster. Meter Raster ist eigentlich ein bisschen happig. Das heißt, das setze ich mal auf 100. Machen wir ruhig mal Millimeter dahinter. Und ich zeichne jetzt hier ein Rechteck ein. Das Raster ist auch nicht auf Fang gestellt, deswegen ist das nicht... Also im Prinzip, das sind jetzt hier 100 mm. Und da ich sowieso mit Maßen arbeite, interessiert mich das Raster eigentlich relativ wenig. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, das Ganze symmetrisch zu machen. Da würde ich folgende Art empfehlen. Und zwar, man selektiert entweder die, die und die oder die, die und die. Also immer diese Diagonale. Natürlich nur bei Rechtecken. Und als mittleren eben den Mittelpunkt und wählt dann diese Funktion hier aus. Die nennt sich die Symmetrie zwischen zwei Punkten, wird festgelegt. Und dann ist das Teil symmetrisch. Das heißt, ich kann das so größer machen und so größer machen. Und es bleibt halt symmetrisch. Dann kann ich die Maße festlegen. Das Maß können wir waagerecht bemaßen. Ich kann auch, wenn ich schon so eine waagerechte habe, muss ich da nicht unbedingt diese waagerechte Bemaßung wählen. Das sollen jetzt werden, sagen wir mal, 80 mm. Und das Maß hier, das sollen werden 50 mm. So, jetzt habe ich das bemaßt und möchte jetzt hier Rundungen dran machen. Wenn man Rundung da dran macht, dann wird sich immer die, wenn die Maße aufgelöst. Das heißt, ich nehme diese Funktion hier für die Rundung, tippe einmal dahin und dann sieht man, die Maße sind weg, weil ich habe ja die Strecken verändert, die bemaßt worden sind. Das heißt, in dem Fall setzen wir hier einfach fort. Dann wichtig, die Gleichheitsfunktion, die nutzt man immer, wenn ein Maß oder ein Radius oder was auch immer gleich sein soll. Das geht hier, in dem Fall ist es der Radius bzw. der Durchmesser, der gleich ist. Dann sieht man hier so kleine Gleichheitszeichen und ich kann jetzt hier dieses Teil bemaßen. Dann nimmt man ja normalerweise den Radius und dann, okay, sagen wir 7 mm. Und wenn ich jetzt wieder die Maße drin haben möchte, die ich vorher hatte, dann geht man einfach her, sagt er zu dem wird bemaßt 80 mm und der zudem bemaßt
50 mm. Und kann man mit dieser Zeichnung hier fortfahren. Das heißt, ich möchte was Additives machen. Das nennt sich im normalen in den meisten Programmen Extrusion. Hier nennt es sich Aufpolstern, im Englischen Pad. Einmal tippen, dann wird hier 10 mm als Standard vorgegeben. Okay, mir reichen aber 3 mm an Bodendicke. Und jetzt soll das Ding Wände kriegen. Ich mache da häufig Folgendes, dass ich diesen Sketch, den ich da gemacht habe, markiere, drücke einmal STRG-C und ich möchte den kopieren. Ich möchte aber die XY-Fläche nicht mitkopieren. Deswegen klicke ich da einmal hin, dann ist die weg und dann wird der Sketch mit so einem grauen Kästchen angezeigt. Immer wenn der Sketch, den ich kopieren will, so ist und alle anderen nichts haben, ist es richtig. Einmal OK drücken, dann einmal STRG-V. Dann haben wir den Sketch hier unten. Den wähle ich jetzt aus und schiebe den in den Körper rein. Und nun muss ich festlegen, wo soll denn der Sketch, auf welcher Fläche soll er liegen. Das ist diese hier. Die ist jetzt grün. Dann die Funktion, die dann wichtig ist, das ist diese hier. Nennt sich, ist leider in Englisch die Beschreibung, nennt sich Fläche, Zeichnung auf Fläche positionieren, einfach antippen. Welcher Sketch soll es sein? Das ist natürlich Sketch 001. OK drücken. Flat Face wird empfohlen, ist auch eigentlich hier immer das Richtige. Gibt manche Punkte, wo man schon mal auf dieses Inertial CS wechseln sollte. So, ich sage OK und Sketch ist in. Unsichtbar, ich brauche einmal nur die Leertaste da drauf zu klicken und schon sehe ich den Sketch. Ich klicke den doppelt und möchte jetzt hier weitere Zeichnungselemente einfügen und zwar für die Wanddicke. Das heißt, ich zeichne hier wieder ein Rechteck ein. Das machen wir jetzt ein bisschen anders und zwar da fangen wir direkt mit den Radien an. Ich habe das jetzt gar nicht symmetrisch gemacht. So, die sind natürlich gleich. Die sind gleich. So, die Wanddicke, die soll sein 2 mm. Das heißt, der Radius von 7 mm, das wird dann hier bedeuten einen Radius von 5 mm. Und jetzt kann ich entweder die Maße festlegen, da müsste ich wieder aber die Symmetrie definieren. Beziehungsweise die Symmetrie ist hier nicht mehr definiert. Das machen wir mal gerade. Das ist bitte symmetrisch. Und das ist bitte auch symmetrisch. Das muss ich gleich im anderen auch noch machen. Anderen Sketch. Gut, dass wir darauf geachtet haben. So, da hätte ich gern ein Maß von 2 mm. Da hätte ich gern ein Maß. Nee, das war falsch. Nochmal. Du zudem bitte ein Maß von 2 mm. Du zudem 2 mm und zu dem Maß 2 mm. Dann sind wir hier soweit durch. Ich schließe das mal gerade ab. Jetzt mache ich einen Doppelklick auf die erste Zeichnung. Da habe ich vergessen, die Symmetrie ist auch gelöscht worden, als ich die Radien dran gemacht habe. Also hier diese Bögen. Das heißt, die beiden sind bitte symmetrisch und ihr beide bitte auch. So, jetzt können wir wieder den Sketch hier angucken. Jetzt liegt das auch richtig drauf und wir polstern das Ganze auf mit dieser Funktion. Und wie hoch soll das werden? 25 mm. So, ist jetzt so eine Kiste, die wir da konstruiert haben.
Jetzt kann man sich hier überlegen, was macht da jetzt noch Sinn. Okay, oben soll ein Deckel drauf und dieser Deckel, da soll die Wand dünner sein, wo der Deckel drauf kommt. Das heißt, ich erzeuge hier eine neue Zeichnung. Da machen wir uns am besten wieder eine Kopie. Steuerung C. Jetzt schaut man, die Sketch 1 liegt am Pad 001. Das muss da nicht der sein. Einmal klicken, Sketch, nur noch das ist grau, so ist richtig, okay. Dann einmal Steuerung V drücken, in den Körper schieben und nun auf der Fläche soll er drauf liegen und dann wieder diese Funktion hier, Sketch 002, Flatface, okay und Doppelklick auf den Sketch. So, jetzt machen wir einfach die Maße hier anders. Das heißt, aus den 5 mm hier, da machen wir jetzt 3, nicht 2. Quatsch, wir müssen größer werden. Aus den 5 machen wir 6 mm und aus den machen wir nur einen. Man kann sich die auch immer hier ein bisschen zurechtschieben, damit man die besser antippen kann. Da haben wir eins und da fehlt noch das Maß hier. Okay, damit bin ich fertig. Ich schließe das und da setze ich jetzt noch mal so ein Pad drauf. Das wird aber nur 2 mm. Da soll jetzt der Deckel eingesetzt werden. Den kann man jetzt in einer gesonderten Zeichnung konstruieren. Kann hier jetzt noch in die Seiten irgendwelche Öffnungen reinmachen, wenn das ein Gehäuse wird. Oder kann sich überlegen, wenn es ein Gehäuse wird, hat es vorne Ausschnitte. Möchte man Ausschnitte definieren, schiebt man sich das hier einfach zurecht, selektiert das, eine neue Zeichnung und da kommt jetzt ein rechteckiger Ausschnitt rein und der wird nicht abgerundet. Das heißt, da haben wir hier einmal 30 mm. Da ein Maß von 15 mm und das Ding kriegt jetzt einen Abstand von minus 10 und da ein Abstand von minus 20. Schließen das Ganze, Zeichnung selektieren, Schnitt. Da muss ich jetzt gar nicht viel machen. Ich könnte da auch sagen durch alles, aber die 5 mm reichen natürlich völlig aus. Dann habe ich in der Dose eine solche Öffnung. Jetzt fällt mir auf, ich hätte trotzdem hier gerne Rundung. Gar kein Thema. Einfach die geraden Linien selektieren mit der Steuerung-Taste. Werden halt mehrere gesammelt. Da auch nochmal. Kann man ein bisschen reinzoomen, dann ist das einfacher. Und jetzt braucht man hier nur auf die. Oh, ich habe vergessen, jetzt anzuhören. Okay, okay, aber die Dinger sind noch selektiert. Hier können wir jetzt schauen. Da haben wir die Verrundung. Schaut man sich an, 1 mm. Ich hätte aber lieber 3. 3 Tab-Taste und dann wird das schön gerundet. Das heißt, ich muss die Rundung nicht unbedingt in der Zeichnung machen. Ich kann das auch im Objekt später machen. So, will man zum Beispiel alles, was jetzt hier ist, runden, also alle diese Kanten und die hier, dann selektiert man einfach diese Fläche. Mache ich jetzt gerade nochmal und geht nochmal auf das Verrunden.
Und dann sieht man mit 1 mm, ja, es geht wahrscheinlich auch noch mit 2. So sieht das Ganze aus. Und wenn man jetzt hier reinguckt, dann könnte man hier auch noch verrunden. Da würde ich jetzt raten, da wirklich nur diese zu wählen, weil da wird 2 mm Verrundung nicht funktionieren. Das hat jetzt nicht geklappt, also nochmal. Ist immer wichtig, eine Verrundungsfunktion, bevor man weiter selektiert, zu beenden. Das passiert mir häufig schon mal. Wird jedem, der mit FreeCAD arbeitet, so passieren. Und er wird sich auch ärgern darüber. Jetzt sieht man hier, die 1 mm klappen nicht. 0,99 mm sollten aber klappen. Das heißt, das ist ganz knapp. Da muss man also dann 0,99, man kann auch 0,999 wählen, das funktioniert, aber so ist das genau genug. So, jetzt möchte ich da noch Verrundungen einfügen. Hier wieder, ich habe es vergessen, OK drücken, dann erst selektieren. Das Selektieren von solchen Kanten ist wirklich ein wenig, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Ist in anderen Programmen aber auch nicht immer viel besser. Aber hier bei FreeCAD ist wirklich die Kanten. Da könnte man ein bisschen was dran drehen. Vielleicht ist auch eine Einstellung möglich, die ich noch nicht gefunden habe. So, dann gucken wir uns das mal da an. Habe ich das da alles selektiert? Ne, da fehlt noch dieser Bogen. Und dann machen wir da auch eine Rundung. Rundung, Rundung, Rundung. Da ist sie. Und das wären ruhig auch die 3 mm. So, jetzt ist das Ding schön rund. Hier oben, das braucht nicht rund zu werden, außer vielleicht diese Außenkante hier. Also wichtig, hier wieder OK drücken und dann machen wir hier auch noch eine Rundung dran. Und Rundung noch einmal gerade reinschauen. 1 mm, das scheint schon zu viel zu sein. Ein Millimeter funktionierte nicht, 0,5 mm klappt, dann kann man das mit OK bestätigen und jetzt wäre dieses Gehäuse soweit fertig. Jetzt soll das gedruckt werden, es soll exportiert werden als STL. So, das bedeutet, ich klicke entweder das an oder den Körper, drücke STRG E oder gehe über Datei und exportieren. Hier ist dann auszuwählen, was möchte ich exportieren. Ich wähle da immer STL. Und dann wählt man hier ein vernünftiges Verzeichnis. Ich wähle jetzt mal das FreeCAD-Verzeichnis, wo ich meine ganzen Dateien hinpacke. Und dann nennen wir das TUTCH 2021-01. Was haben wir heute? Den 3. Januar. .STL. Wichtig, STL immer tippen. Bei der 18er Version brauchte man das nicht, bei der 19er muss man diese Endung hintippen. Unfug, aber ist so. Okay, dann wird einfach das bestätigt und ist exportiert. Jetzt hat die erzeugte Datei, die hat die Auflösung, die für die Generierung in FreeCAD eingestellt ist. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ich öffne diese Datei in Cura. Öffne mal gerade Cura. Das ist der Slicer für den 3D-Drucker. Wer mit 3D-Druck so nichts zu tun hat, weiß das ja nicht unbedingt, was Cura ist. Und das wird gerade gestartet. Und dann importiere ich mal gerade die erzeugte Datei. So,
kleinen Moment. Da ist Kura. Jo, und in Kura packen wir jetzt eine Datei rein. Steuerung O ist das Ganze. Und dann wechsle ich in das richtige Verzeichnis. Das heißt, da sind wir schon drin. FreeCAD, und dann gehen wir hier runter. Und dann haben wir hier die TUT 2021-0103. Öffnen die. Und dann kann man hier so reingehen. So. Und dann sieht man hier, dass eigentlich ist die Auflösung völlig ausreichend. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das noch feiner haben, dann geht man jetzt am besten nicht her in FreeCAD und ändert was in den Einstellungen hier. Also bei im Part Design Modus bei Formansicht. Weil dann wird er hier auch wieder lange brauchen in FreeCAD. Das ist alles nicht nötig. Das heißt, man kann einfach diesen Körper hier anpacken. Wechselt hier dann in das Mesh Design. Und dann gibt es hier eine Funktion, die nennt sich Form Tessellieren. Im Englischen steht da, glaube ich, einfach Tessellate. Das heißt, die wird dann in Dreiecke und Flächen aufgeteilt. Das heißt, das einmal antippen. Und dann kann man hier einstellen, was möchte ich denn für Abweichungen haben. Vorhin hatten wir da ja 5 Grad und ich glaube 5%. Hier ist das Aufteilung im Standardmodus. Hier wird in Millimeter angegeben und da in Grad. Es gibt andere Vernetzungsoptionen, und zwar Mephisto. Ich habe die noch nicht benutzt. NetGen und Gmesh habe ich schon mal benutzt. Die macht man hauptsächlich, wenn man finite Elemente berechnet. Das heißt, Standard ist normalerweise völlig ausreichend. Ich mache das jetzt mit den 0,1 und 1 Grad. Einmal OK drücken. Da hat er jetzt wirklich was zu tun. So, das Mesh ist jetzt erzeugt. Das haben wir hier. Dann kann ich das antippen. Datei exportieren. Gehe hier nach unten. Da haben wir das. Und da mache ich jetzt noch einen Strich 2 dahinter. Und exportiere das Ganze. Jetzt kann man das noch hinzu importieren. Öffnen. Das ist die zweite Datei. Hat er jetzt auch bedeutend mehr zu tun. Und das kann man sich hier ganz gut anschauen. Woran das liegt. Und zwar, da haben wir einmal 2 MB und einmal 50 MB an STL-Dateien. Also jetzt sind die beiden nebeneinander. Das müsste der alte sein, oder ist das nicht? Nee, das ist der mit der relativ groben Aufteilung. Und hier sieht man, da kann man also gar nicht mehr erkennen, was das für eine Auflösung ist. Also wenn man sehr gut aufgelöste Sachen haben möchte, setzt man das eben, macht man das über, indem man daraus ein Mesh macht und dann die Parameter entsprechend eingibt. Hier, da sieht man hier, wenn man hier reinzoomt, dann sieht man hier, okay, das sind so Treppenstüfchen und das ist bei der 50 Megabyte Datei ganz einfach komplett weg. Okay, ich kann die jetzt slicen, dann würde er beide nebeneinander ausdrucken. Macht nicht unbedingt viel Sinn. Okay, gut, so, das war eine kurze Einführung in FreeCAD. Wie man so ganz einfache Sachen damit konstruieren kann, wie schnell das geht und dass man halt da wirklich ein bisschen mit arbeiten muss, um eben seine Routine zu finden, was macht überhaupt Sinn. Wichtig ist, dass man weiß, hier, wie ich will jetzt wieder weitermachen, dass man weiß, okay, ich gehe jetzt wieder in den Part-Design-Modus und schon habe ich wieder meine Oberfläche für den Part-Design-Modus und kann jetzt hier durchaus hergehen und kann
hier noch Änderungen vornehmen. Ich habe jetzt hier absichtlich auf die Nutzung von diesen sogenannten Datum Planes verzichtet. Wenn man solche Sachen parametrisch konstruieren möchte, so kann es Sinn machen, diese Datum Planes zu nutzen. Das muss man aber nicht in jedem Falle. Das ist nur dann notwendig, wenn die resultierenden Objekte, die man erzeugt, wenn sich da Änderungen an der Flächenanzahl ergeben kann, dann ist es sinnvoll, mit diesen Datum Planes zu arbeiten. Dazu mache ich dann nochmal ein gesondertes Video. Dann, wenn euch solche Videos hier gefallen, dann lasst gerne ein Abo da oder klickt gegebenenfalls auch auf die Glocke, um eben benachrichtigt zu werden, und einen Daumen nach oben oder einen Kommentar natürlich, darüber freue ich mich auch sehr gerne. Und dann auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten wünsche ich alles Gute und noch ein erfolgreiches 2021. Tschüss!